Okay, wir beweisen mal folgende Aufgabe hier gemeinsam. A und A impliziert B. Das soll dasselbe sein wie nicht A impliziert nicht B. Okay, wie fangen wir an? Wer hat eine Idee? Bitte? Okay, wir machen erst mit Implikationen weg, ne? Fangen wir vielleicht mal auf der Seite an. A und A impliziert B. Das ist das gleiche wie was? Was können wir machen? Sagen Sie mal. Ich will jetzt die linke Seite umformen. Dass wir auf der rechten rauskommen, okay? Ja. A und nicht A oder B. Genau. Und hier unten, ne, schreibe ich mal hin, hier unten wollen wir rauskommen auf der rechten Seite. Nicht A impliziert nicht B. Okay. So. Wie geht's weiter? Was können wir machen? Ja? Oben das Distributivgesetz anwenden. Okay. A und nicht A. Also Distributivgesetz hier. A und nicht A. In Klammern, genau. Oder in Klammern A und B. Okay. Wie geht's weiter? Na, die beiden Seiten, die sehen dann noch relativ unterschiedlich aus, ne? Ja? Aha. A und nicht A ist immer falsch. Das heißt, da können wir hier hinschreiben, falsch. Falsch oder A und B. Genau. Ja? Okay. Genau, dann nehmen wir mal das. Achso, das Gesetz von dem Morgen hier unten. Können wir das anwenden, das Gesetz von dem Morgen? Genau, erstmal die Implikation wegmachen, ne? Nicht, in Klammern, nicht A oder nicht B. Ja. Jetzt können wir das Gesetz von dem Morgen anwenden, ne? Ja? Genau, Gesetz von dem Morgen sagt, wenn ich jetzt hier das nicht in die Klammer reinziehe, ne, dann wird das oder zum und ich muss das nicht vor jedes dieser beiden Teile hier setzen. Ich mach's, na, ist klar, ne, da wird hier nicht nicht A und nicht nicht B draus, also A und B. Ja, und fällt uns jetzt der Sprung von da nach da leicht oder schwer oder? Ja, ne? Falsch oder irgendwas anderes ist immer dieses irgendwas anderes. Ja? Das haben wir uns ja vorhin überlegt. Das heißt, das falsch oder x ist äquivalent zu x. Also diese beiden Teile sind auch gleich. Insofern sind wir an dieser Stelle fertig.